Nutzt das, was euch gut tut, wo ihr das Gefühl habt, zumindest mal auf subjektiver Ebene, das hilft euch. Auf objektiver Ebene wird es euch höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen nicht schaden. Wenn ihr das Gefühl habt, es schadet euch in irgendeiner Art und Weise, dann lasst es weg. Es ist jetzt auch nicht so, dass es ein Muss ist, zwangsläufig, dass die Maßnahme den großen Unterschied ausmacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exercise Inside Out, der Podcast, wo Sport und Wissenschaft zusammenkommen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge zusammen mit Professor Dr. Timo Wiewelhofe von der IST Hochschule. Hallo Timo, grüß dich. Hallo Ali. Jetzt müssen wir dich auch hören können. Ach, man konnte mich noch gar nicht hören. Jetzt habe ich dich drin, perfekt. Dann nochmal, hallo. Hallo. Ja, ich freue mich sehr auf die Folge. Wir werden uns heute einem wahnsinnig wichtigen und interessanten Thema widmen, mit dem du dich auch viel auseinandergesetzt hast. Möchtest du die Klappe schlagen für die Folge, wie du... Ich habe es ja eben schon mal getestet, ne? In welche Kamera muss ich denn machen? Gerne so in die mittlere, perfekt. Genau. Exercise Inside Out, Folge 24. Klack, da ist es. Sehr schön. Wir wollen uns heute mit dem Thema Regenerationsmanagement und Regenerationsmaßnahmen auseinandersetzen. Und weil das so ein Riesenthema ist, haben wir im Vorfeld auch das eingegrenzt und wollen das mit dem Schwerpunkt auf Kälte- und Wärmeapplikation machen. Das heißt, wir werden uns verschiedenen Leitfragen stellen und erstmal klären, was ist überhaupt Regeneration, was fällt im Grunde darunter. Die zweite Frage wäre dann, welche Maßnahmen gibt es überhaupt dafür, dass man so mal eine Übersicht hat von dem, was du so rausgestellt hast. Dann werden wir uns schwerpunktmäßig mit Kälte- und Wärmeapplikationen auseinandersetzen. Wie beeinflusst das die Regeneration? Und zum Abschluss gibt uns dann nochmal Timo so ein Best-of. Wie kann ich jetzt wirklich damit umgehen? Das heißt, für die konkrete Anwendung am besten bis ganz zum Schluss dranbleiben, damit ihr auch das nicht verpasst. Also von daher würde ich sagen, haben wir da ein relativ umfangreiches Programm. Und freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt vor den Ostertagen dabei bist und wir jetzt über das Thema sprechen können. Ich würde gerne mit dir, bevor es inhaltlich losgeht, erst nochmal die Möglichkeit haben, dass die Leute dich kennenlernen. Und da gibt es ja immer die Rubrik Speed Meet. Ich hoffe, du bist bereit, einfach spontan mal so zu erzählen, 10 Fragen und dann geht's weiter. Ich hoffe, ich bin bereit. Ja, ich bin da sehr zuversichtlich und mache mir da gar keine Sorgen. Okay, dann würde ich sagen, geht's los. Erste Frage. Warm-up oder Cool-down? Warm-up. Kaffee oder Tee? Tee. Kannst du übrigens noch einen haben. Wenn du einen spontan brauchst, dann mache ich dir einen. Ah, okay. Okay. Kraft oder Ausdauer? Kraft. Warum Kraft und nicht Ausdauer? Eigentlich beides, aber es ist ja ein Oder-Spiel. Mhm. Deswegen tendenziell eher Kraft. Okay. Wir haben uns, glaube ich, auch im Kraftraum das allererste Mal gesehen bei der NSCA, erinnere ich mich. In München, ja. Ja, genau. Also von daher hätte ich mir das auch gedacht, dass es für dich irgendwie wichtig ist. Was ist deine geheime Superkraft? Meine geheime Superkraft? Also ich bin ja so leicht autistisch veranlagt. Und wenn ich Dinge bemerke, die andere nicht bemerken, könnte man sagen, das ist meine geheime Superkraft. Zum Beispiel, wenn ein Buch im Bücherregal nicht ganz gerade steht, dann fällt mir das direkt auf. Oh, okay, dann am besten gar nicht hinter mir gucken. Kann man auch diskutieren, ob das eine Superkraft ist oder einfach nur ein nerviger Tick. Also ich würde sagen, dass es dir auffällt, ist ja schon besonders. Ne? Also das ist... von daher, du wirst es mit Sicherheit auch zu deinem Vorteil nutzen können. Zumindest, wenn es darum geht, zum Beispiel Veröffentlichungen zu schreiben, weil da muss man ja auf bestimmte Dinge genau drauf achten, ob das Literaturverzeichnis konsistent ist. Da ist so ein Tick hilfreich. Ja, die armen Bachelor- und Masterstudenten, wo dann genau geguckt wird. Okay, sehr gut. Massage oder Foamrolling? Massage. Ob schon Foamrolling ja auch Massage sein könnte, sozusagen. Je nachdem, wie man es anwendet, so eine Form von Selbstmassage im Grunde. Ne? Okay. Wer ist deine Lieblingstennisspielerin? Puh, das ist eine gute Frage, weil ich bin Tennisspieler und also schwierig, muss ich sagen. Ich würde gerade sagen, aktuell vielleicht Emma Raducanu. Mhm.
Du bist mir nicht böse, wenn ich den Namen jetzt nicht kenne, oder? Doch, schon. Okay. Nein, bin ich dir nicht böse. Hat aber immerhin schon mal ein Grand Slam-Turnier gewonnen. Okay. Und also die Namen, die ich jetzt so im Kopf hätte, wären die Williams-Schwestern? Ja, die ja schon kurz davor oder schon am Karriereende sind. Ja. Also, das sind die einzigen, die du kennst, oder? Ich glaube, hier mit den Initialen AK. Anna Kournikova. Anna Kournikova. Gut, die spielt, glaube ich, schon lange kein Tennis mehr, aber die kennst du noch. Ja, ich glaube, mit Tennis. Eher von Enrique Iglesias dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, okay. Nächste Frage: Sand oder Rasen? Sand. Mhm. Was ist dein Lieblings-Emoji? Mein Lieblings-Emoji. Gute Frage. Ich benutze, muss man sagen, relativ wenig Emojis. Ich bin eher noch so oldschool unterwegs, dass ich einen Doppelpunkt mit einer Klammer mache. Deswegen würde ich sagen, Punkt großes D. Punkt großes D, okay. Ach, nicht Punkt, Doppelpunkt großes D natürlich. Ja, okay. Doppelpunkt großes D nehme ich sofort. Pizza oder Pasta? Pasta. Mhm. Und letzte Frage, Sauna oder Eistonne? Sauna. Warum Sauna? Ich bin ein Weichei, was das angeht. Eistonne ist mir einfach zu kalt. Okay, sehr gut. Damit haben wir jetzt schon mal einen kleinen Eindruck bekommen, auch schon so ein paar fachliche Dinge mit drin gehabt. Ich finde das immer schön, wenn man vorgestellt wird. Und du hast ja wirklich in dem Themenbereich schon, muss man sagen, ein ziemlich großes Renommee. Und hast da sehr viel schon gemacht. Und da würde ich jetzt vielleicht so ein paar Sachen mal erzählen, dass die Leute einordnen können, warum du auf dem Gebiet schon wirklich deutschlandweit ein ziemlicher Experte bist. Du darfst gerne korrigieren oder ergänzen, wenn ich irgendwas ausgelassen oder falsch rübergebracht habe. Du hast Sport studiert in Bochum, mhm, von 2007 bis 2012. Und hast dann 2016 deine Promotion gemacht, wo es um Erholungs- und Belastungsmanagement im Ausdauersport ging. Und das sogar mit Bestnote, also mit Summa Cum Laude. Ich darf das jetzt ja sagen, also finde ich schon mal wichtig zu erwähnen. Und hast dich da auch mit Ausdauertraining beschäftigt. Von daher hätte ich auch mir denken können, dass es in Richtung Ausdauer geht bei dir. Also es ging um eine spezielle Form des Ausdauertrainings, um Intervalltraining, hochintensives Ausdauertraining, in dem Fall sehr sportspielspezifisch. Ich komme selbst ja auch aus den Sportspielen und das könnte man ja am ehesten noch auf der Schnittmenge, wenn es so etwas gibt wie Schnittmengen zwischen Ausdauer und Kraft sehen. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, die Entscheidung fällt mir schwer, Kraft oder Ausdauer. Am Ende hätte ich gesagt Kraft und Ausdauer, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wäre es doch eher Kraft. Aber ich habe mich da mit großem Interesse auch dem Ausdauerbereich gewidmet, ja. Du hast dann nach deinem Studium eine Professur angefangen, 2020, wenn ich es richtig gesehen habe, an der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf. Da bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt quasi eine Verbindung zwischen Köln und Düsseldorf da schaffen. Und weil du dich ja sehr, sehr viel auch mit dem Bereich Regenerationsmanagement auseinandergesetzt hast, hast du dann 2023 deine Lehrbefähigung mit der Habilitation an der Universität Bochum abgeschlossen für das Fach Trainingswissenschaft. Also bist da wirklich komplett fertig. Höchster Abschluss, den man so an Hochschulen haben kann. Und hast dich da auch mit Regenerationsinterventionen und deren Wirkung im Sport beschäftigt. Also du interessierst dich nicht einfach nur so für Regeneration, sondern bist da wirklich sehr, sehr fleißig und unterwegs gewesen. Und ja, so der Aufhänger, warum ich dich quasi jetzt eingeladen habe, war eigentlich, dass jetzt vor kurzem, also dieses Jahr, ein Artikel rausgekommen ist im International Journal of Sport Science and Coaching, also ein sehr angewandtes Journal, würde ich sagen, mit dem Titel Recovery Management in Sport, Overview and Outcomes of a 9-Year Multicenter Research Program, wo ihr im Grunde das große Projekt, das RECMAN-Projekt, wo du auch in mehreren Podcasts schon drüber berichtet hast, im Grunde zusammengefasst hast. Ich habe mal gezählt, das waren, glaube ich, 65 Artikel, die ihr da verfasst habt, plus der eine, also sind 66 Stück. Und von nicht wenigen bist du da auch selber Erstautor. Und ich glaube, das war jetzt so der Aufhänger, um dann zu sagen, da habt ihr das mal schön zusammengetragen. Willst du uns vielleicht kurz sagen, was ist so, ja, so in wenigen Sätzen so die Zusammenfassung von dem, was in den letzten Jahren passiert ist? Was habt ihr alle so im Wesentlichen rausgefunden? Was waren so die Kernbotschaften?
Also erstmal ist ja hier eine Premiere, dass wir über diesen Artikel sprechen und sprechen können, weil er ja ganz frisch erschienen ist, wie du gesagt hast. Und man kann dazu sagen, wir waren uns gar nicht so sicher, ob so ein Artikel überhaupt veröffentlichbar ist, weil er ja total unkonventionell ist für so eine wissenschaftliche Publikation, weil es keine typische Publikation ist, sondern quasi eine Zusammenfassung unseres Forschungsprojekts. Und die Idee war eigentlich, den Leserinnen und Lesern eine Möglichkeit zu geben, mit einer Publikation Zugriff auf alle anderen Publikationen zu bekommen und so ein bisschen die Struktur des Gesamtprojekts zu durchschauen, was einem ja häufig, wenn man nicht so richtig in dem Thema drinsteckt, ja irgendwie verborgen bleibt. Das ist ein großes Forschungsprojekt gewesen. Es sind sehr, sehr viele Publikationen, Einzelpublikationen entstanden und dann fehlt einem manchmal ja der Gesamtzusammenhang und das haben wir versucht zu überwinden und geschafft. Also mit dem Journal ein Journal gefunden, die bereit waren, das zu veröffentlichen und das ist erstmal toll. In dem Projekt ging es um Regenerationsmanagement, um zwei Aspekte, Monitoring einerseits, also Monitoring von Ermüdung, Erholtheit, Fitness im Sport einerseits, andererseits Regenerationsintervention. Und so die Kernbefunde aus 9 bis knapp 10 Jahren, also eine lange Zeit, man könnte sagen, vielleicht auch auf der einen oder anderen Seite ein bisschen ernüchternd, aber auf der einen oder anderen Seite eben auch sehr, sehr spannend, vor allen Dingen für uns, weil wir uns sehr differenziert mit dem Thema beschäftigt haben. Zum Bereich Monitoring kann man sagen, gerade im Leistungs- und Spitzensport ein wichtiges Thema, wo wir gesehen haben, dass es sehr, sehr viele gute Parameter gibt, um Ermüdung abzubilden, um Erholtheit abzubilden und auch Fitness, also im Sinne einer Art Trainingswirksamkeitsanalyse. Und zwar von psychologischen Parametern, die ganz simpel zu benutzen sind, bis hin zu komplexeren Parametern wie Blutwerte, die eben sehr aufwendig auch zu erfassen sind. Und auf der anderen Seite ging es eben um Regenerationsmaßnahmen, um die gesamte Palette mit Ausnahme von Ernährung. Da haben wir uns nicht so richtig dran getraut, weil es eben einfach nochmal so ein großes Feld ist. Obwohl, und da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu, Ernährung natürlich eine wichtige Rolle spielt. Und da muss man sagen, die Quintessenz daraus, die Effekte insgesamt sind viel geringer als vielleicht erwartet und wie man vielleicht auch vermuten würde, weil ja doch die Regenerationsmaßnahmen, die wir so kennen, sehr weit verbreitet sind, zum Teil ja auch sehr beliebt sind und diese große Beliebtheit aber nicht im Einklang steht mit den wissenschaftlich nachweisbaren Effekten. Mhm. Also ich fand das immer schön zu sehen, was ihr da so gemacht habt, weil man wirklich merkt, dass du und auch die ganze Projektgruppe immer so die Anwendung im Blick hat. Also nicht jetzt Forschung um des Forschungswillen oder um jetzt irgendwie besonders viele Publikationen zu generieren, sondern dass man da schon gemerkt hat, ihr nehmt euch auch den Sachen an und ihr sagt auch nicht irgendwie irgendwelche Trends, die sind, die gibt es da draußen und die interessieren uns aber nicht, sondern dass man das ernst nimmt und dann mit der nüchternen, wissenschaftlichen, leicht autistischen Brille sich das dann anguckt und einfach sieht, ja, was sind so die Effekte. Jetzt ist aber die Regenerationsforschung, glaube ich, nicht so ganz einfach. Da hat man es, glaube ich, mit ziemlich vielen Schwierigkeiten zu tun. Deswegen würde mich mal, bevor wir darauf zu sprechen kommen, erstmal interessieren, wie kamst du eigentlich zu dem Thema? Also ich meine, ist es irgendwie so an dich herangetragen worden? War es mehr Zufall oder hat dich das so umgetrieben, dass du da zu Alexander Ferraute gegangen bist und hast gesagt, das ist das Thema, da muss ich unbedingt weiter mehr machen? Zufall, muss man sagen. Also als junger Student habe ich die Chance gehabt, wissenschaftliche Hilfskraft zu sein bei Professor Ferraute in Bochum am Lehrstuhl für Trainingswissenschaft. Und das war, während ich noch mitten im Masterstudium war. Und zu der Zeit gab es dann eben die Vorbereitung dieser Projektbewerbung. Das war 2011, beziehungsweise dann bis in 2012 hinein. Und ich durfte dann schon an diesem Projektarbeit mit, im Projektantrag mitarbeiten. Das Ganze war ein Projektantrag im Rahmen einer Ausschreibung vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Und damals hat die Projektgruppe, zu der ich dann noch gar nicht so richtig gehörte, ob schon ich zumindest mitgearbeitet habe an dem Projektantrag, dann den Zuschlag bekommen. Und dann habe ich die Chance bekommen, in diesem Projekt meine Promotionsstelle zu bekommen und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an diesem Projekt mitzuarbeiten. Also Zufall, wie das so häufig ist, auch im akademischen Bereich. Man rutscht da irgendwie so rein in das Thema. Das war damals durchaus ja auch ein sehr attraktives Thema, weil es ein Thema war, was sehr beliebt war. Also viele hat es interessiert und es ist ja immer noch so. Das Thema stößt auf sehr viel Interesse.
und zum Teil auch sehr viel Diskussion. Und deswegen war das für mich natürlich ein Glücksfall und eine spannende Zeit. Aber dann, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, dann war ja wirklich für dich und für deinen wissenschaftlichen Weg, den du jetzt bisher gegangen bist, dieser Projektantrag schon ein wichtiger Meilenstein. Also hast du dich schon mal gefragt, wenn der Zuschlag für dieses RECMAN-Projekt die Arbeitsgruppe nicht bekommen hätte, dann wäre dein Weg natürlich auch sehr erfolgreich und gut verlaufen. Aber es hat, glaube ich, schon für die ganzen wissenschaftlichen Ausrichtungen schon einen hohen Beitrag gehabt, oder? Ich habe mich gar nicht gefragt, ehrlich gesagt. Jetzt frage ich mich, was eigentlich gewesen wäre, jetzt wo du es auf den Tisch bringst, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir damals den Zugschlag nicht bekommen hätten? Keine Ahnung. Da habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Da fehlte dann auch irgendwie die Zeit. Es ging alles so schnell. Dann damals, nach Abschluss meines Masters, ging es dann direkt los. Ich habe quasi mit Abholung der Masterurkunde angefangen und habe den Arbeitsvertrag unterschrieben und dann ging es direkt weiter. Deswegen blieb mir gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was wäre eigentlich gewesen, wenn. Ja, ich wollte das nur nochmal hervorheben, weil so Projektanträge, die haben ja oft so was sehr Nüchternes, irgendwie man müsste das machen. Aber ich würde sagen, in deinem Fall oder in vielen Fällen, die es mit Sicherheit in der Wissenschaft schon gibt, kann das ja schon auch über einen Karriereverlauf irgendwie entscheiden. Und ich freue mich, dass es im Grunde einen Verlauf gefunden hat, sodass wir jetzt heute hier sitzen können und über all das, was du da mit beforscht hast, sprechen können. Jetzt gibt es ja viele Leute da draußen, die Regeneration schon mal gehört haben. Und ich glaube, es ist wichtig, da vielleicht mal so eine Einordnung zu haben. Was ist überhaupt Regeneration? Da gibt es mit Sicherheit auch verschiedene Sichtweisen. Deswegen frage ich erstmal, was ist Regeneration für dich als Experten, der das viel beforscht hat? Wo würdest du sagen, fängt das an oder wo hört das auf? Also grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen Regeneration im Sport und grundsätzlich Regeneration. Also jeder Mensch, bewusst oder unbewusst, wird irgendwie regenerieren von zum Beispiel Alltagsstressoren aus Beruf oder wo auch immer. Im Sport ist es in der Regel so, dass sich Regeneration anschließt an einen Ermüdungszustand. Eine Ermüdung äußert sich beispielsweise in einer Reduzierung der sportlichen Leistungsfähigkeit und die Regeneration würde entsprechend bedeuten, wir stellen die Leistungsfähigkeit wieder her. Warum die Leistungsfähigkeit reduziert ist, das kann viele Gründe haben. Und es kann auch manchmal sein, dass wir uns müde fühlen, aber trotzdem eine gewisse Leistungsfähigkeit noch abrufen können. Das heißt, Regeneration bedeutet immer, die Ermüdungsebene, die wir irgendwo sehen, die erholt sich im Nachgang zum Beispiel an eine intensive Trainingseinheit, an intensive Belastung, an einen intensiven Wettkampf. Also im Grunde, Regeneration ist an Ermüdung und an Erholung geknüpft und es hat eine subjektive und eine objektive Ebene, wo wir, glaube ich, auch später noch drauf kommen. Was sind für dich oder was ist so generell in der Regenerationsforschung so die größte Herausforderung? Weil es gibt ja zum Beispiel in der Medizin oder in der Sportmedizin Möglichkeiten, sage ich mal, Dinge zu verabreichen, zu verblinden. Das ist, denke ich mal, wenn man jetzt über die sogenannte Eistonne forscht oder Kaltwasserimmersion, schwierig, das dann zu verblinden. Was sind vielleicht so die größten Herausforderungen, die in diesem Forschungsgebiet so bestehen und wie seid ihr mit denen umgegangen? Ich finde, eine der größten Herausforderungen, die hast du benannt, dass man es nicht verblinden kann in vielen Fällen. Also eine Eistonne ist schlecht zu verblinden. Wir reagieren ja häufig darauf mit so genannten Schein-Placebo-Interventionen, dass man dann zum Beispiel eine Maßnahme gegenüber einer Schein-Placebo-Intervention gegenüberstellt, indem man Personen sagt, geht mal ins warme Wasser, da ist ein tolles Regenerationsöl mit drin, das wirkt auch regenerativ und vergleicht dann diese Maßnahme mit der Kaltwasserimmersion. Eine ganz, ganz große Herausforderung ist sicherlich die, dass wir häufig nicht genau wissen, was ist die gute oder beste Dosis einer Maßnahme. Und wir versuchen ja von einer kleinen Intervention, also beispielsweise 15 Minuten in die Eistonne hüpfen, eine Aussage zu treffen auf den Gesamtregenerationsverlauf. Das heißt, wir beobachten einen Sportler oder eine Sportlerin nach einer intensiven Belastung für mehrere Tage im Anschluss
Und da passieren ja sehr viele Dinge, die wir auch häufig nur schwer kontrollieren können. Wir versuchen sie natürlich in einem Studiensetting so gut es geht zu standardisieren. Das ist aber extrem schwer. Und dann muss man sich überlegen, wir haben einen 48-Stunden-Erholungsverlauf beispielsweise. Und diese 48 Stunden, davon sind dann, fallen dann 15 Minuten auf eine Kaltwasserimmersion. Das ist ja verschwindend gering. Und dann versuchen wir noch, diesen 15 Minuten einem Effekt nachzuweisen. Und das ist sicherlich die allergrößte Herausforderung. Einerseits überhaupt einem so kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Regenerationsverlauf einem Effekt nachzuweisen. Und andererseits natürlich die riesige Herausforderung, dass wir eben auch nicht genau wissen, was ist denn jetzt die optimale Dosis. Und das ist in der Forschung problematisch, weil da macht jeder so ein bisschen auch sein eigenes Ding dann häufig. Wir sehen dann meinetwegen 10 oder 20 Untersuchungen, die es gibt zu einer Maßnahme, aber in jeder Studie wird ein anderes Protokoll angewendet, worunter natürlich die Vergleichbarkeit leidet. Und das ist sicherlich auch eine der größten Herausforderungen. Also auf der einen Seite diese experimentellen Hürden, dass man sagt, je nachdem, wie wir das Design wählen, haben wir Vor- oder Nachteile und es ist vielleicht auch gesamtwissenschaftlich nicht so standardisiert. Von dem, was du bei der NSCA damals, wo ich so den ersten Vortrag von dir gehört habe, auch gesagt hast, ist es, glaube ich, auch schwierig, richtig gute Parameter zu finden. Ihr habt ja in dem ersten Teil der Studie, den wir jetzt heute wirklich nur ganz leicht ankratzen, dieses große Projekt, da habt ihr euch ja auch mit beschäftigt, welche Ermüdungsparameter können wir überhaupt heranziehen. Und ich glaube, je nachdem, welchen man sich anguckt, hat man auch nicht immer konsistente Ergebnisse. Das heißt, du hast dann irgendwie reagierst mit CK vielleicht nicht so, ich vielleicht schon. Also ein Schädigungsmarker. Und denke ich mal, das ist auch schwierig dann in so einem Projekt umzusetzen, wenn man erstmal wissen muss, an welchen Größen macht man es überhaupt fest. Das ist ja ein grundsätzliches Problem auch in der Forschung, dass wir ja mit Streuung oder Varianz zu tun haben in Dingen, die wir messen. Und das versucht man ja zum Beispiel in den Griff zu bekommen, indem man entsprechend große Stichproben untersucht. Auch das ist im Übrigen ein großes Problem in der Sportwissenschaft. Wir können ja zumeist nicht so riesige Stichproben generieren. Das hat finanzielle Gründe, das hat aber auch organisatorische Gründe, weil natürlich unsere Studiendesigns sehr aufwendig sind und da ist es sehr schwierig, große Stichproben zu generieren. Und diese Streuung, die sehen wir in unseren Untersuchungen auch sehr stark oder sogar stärker als vielleicht noch in anderen Settings. Das heißt, wir haben sowohl innerhalb der Sportler eine sehr inkonsistente Response auf Maßnahmen. Das heißt, es kann sein, ein Sportler fühlt sich super nach einer Maßnahme, aber auf objektiver Ebene hilft es ihm überhaupt nicht, zum Beispiel Muskelkater schneller auszuheilen. Das heißt, es lässt sich objektiv nicht abbilden. Und auch zwischen den Sportlerinnen und Sportlern gibt es da extreme Varianz, was die Response auf Maßnahmen angeht. Und das dritte Problem, was noch hinzukommt, ist auch, dass wir dann häufig auch gar nicht eine Wiederholbarkeit sehen. Das heißt, es gibt Sportler, die sagen einmal, boah, das hilft mir super. Und dann kurze Zeit später machen sie die gleiche Maßnahme nochmal und dann sagen sie, nee, diesmal hat es mir nicht so gut geholfen. Also auch das ist natürlich eine Herausforderung, um am Ende zu einer Schlussfolgerung zu kommen und zu einer klaren Empfehlung pro oder contra einer Maßnahme. Also gerade der letzte Punkt, den du angesprochen hast, dass es ja eben nicht immer wieder replizierbar ist, macht es dann ja noch schwieriger. Also es ist ja dann schon schwierig rauszufinden, bin ich ein sogenannter Responder oder Non-Responder. Ich habe ja immer das Gefühl, dass wenn wir nicht wissen oder wenn wir denken, eine Maßnahme hat eine Wirkung und die Person hat die nicht, dann wird sie einfach als Non-Responder klassifiziert. Aber ich glaube, das ist dann ja so ein Argument, wo man sagt, oh, das stellt schon vieles dann in Frage und ich kann das im Grunde dann nicht einmal rausfinden und weiß dann, wie es ist. Das hatte ich ja auch, wir hatten ja mehrere Folgen auch gemacht zum Thema Höhe und Höhenanpassung und da ist im Grunde mit der Hämoglobinmasse genau dasselbe passiert. Da gibt es dann auch einen großen Prozentsatz, die mal positiv und mal negativ reagieren. Und wenn das mit den Regenerationsmaßnahmen auch so ist, dann muss man natürlich ganz genau hingucken und sich das anschauen. In dem Kontext übrigens, weil wir es jetzt gerade angesprochen haben, Responder, Non-Responder, auch da muss man ja sehr vorsichtig sein. Gibt es überhaupt klare Responder oder Non-Responder? Kann man das so eindeutig klassifizieren? Oder ist das auch eben einfach nur Zufall und manchmal gibt es eine positive Response oder eben keine Response. Also auch da streiten sich ja so durchaus die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ob man überhaupt in so Responder und Non-Responder klassifizieren sollte oder ob das eigentlich auch eine Vereinfachung des Problems ist. Also ich würde auf jeden Fall auch eher zu der Vereinfachung tendieren, dass man das hat.
Ich habe ja im Vorfeld auch über die sozialen Medien angefragt, ob man irgendwie Fragen hat, die man ja immer hier im Podcast stellen kann über Speakpipe. Ne? Also die Adresse ist eingeblendet, speakpipe.com/ojquit. Da könnt ihr dann eure Fragen hinschicken. Und einer aus unserem Netzwerk, aus dem Escape-Netzwerk, Utz Brenner, hat uns eine Frage zukommen lassen. Und ich glaube, die passt jetzt gerade gut. Da geht es auch darum, auf welchen Ebenen das Ganze stattfindet. Ich würde sagen, wir blenden einfach mal den Utz ein und hören uns an, was er als Frage gestellt hat. Wie wird differenziert? Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die, ich sag mal, auch dieses grundsätzlich unterschiedlich betrachten und welches Regenerationsmanagement für den einzelnen Bereich, Beispiel, es bekommt von einem Ausdauertrainingslager, wie setzt man das zum Beispiel an, oder man hat einen Kraftblock, wie setzt man hier zum Beispiel an, oder man hat zum Beispiel eine hohe Intensität, weil man vielleicht sehr konzentriert in einem Block die VO2 trainiert hat. Also hier unterschiedliche Belastungen, wie sie dann jeweils für diesen Bereich des Regenerationsmanagement aus. Also einerseits ist das natürlich eine sehr angewandte Frage, die auf der anderen Seite aber auch in der Sportwissenschaft durchaus natürlich Berücksichtigung findet. Also die Frage danach, welche Belastung fand gerade statt und welche Ermüdung folgt eigentlich? Weil ich natürlich irgendwie eine Ermüdung, die stattfindet, anpassen muss oder darauf anpassen muss mit den potenziellen Effekten einer Regenerationsmaßnahme. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal ein niedrigintensives, hochvolumiges Ausdauertraining nehme, das vielleicht mit einer relativ niedrigen, auch mechanischen Belastung einhergeht, das könnte zum Beispiel sowas sein wie Radfahren oder vielleicht auch Schwimmen, dann ist das eine Belastung, die zum Beispiel ja weniger die Muskulatur mechanisch belastet, aber zum Beispiel unsere Energiespeicher strapaziert. Und daraus folgt natürlich, dass vielleicht eine geeignete Regenerationsstrategie irgendwas mit Ernährung zu tun hat. Auf der anderen Seite, Krafttraining mit der entsprechend hohen mechanischen Belastung führt in vielen Fällen zu Muskeldestruktion. Das hört sich dramatisch an, also zu den Prozessen, die dann am Ende den Muskelkater bewirken. Und dort kann es vielleicht hilfreich sein, eben auf Kälte zurückzugreifen oder vielleicht auch auf Wärme, um also irgendwie diesen Heilungsprozess zu unterstützen. Und auf jeden Fall, das hat sowohl in der Sportwissenschaft Relevanz, indem wir natürlich unterschiedliche Maßnahmen in spezifischen Kontexten untersuchen, wo sie auch hinsichtlich Plausibilitätsannahmen Sinn ergeben. Und auf der anderen Seite spielt das natürlich auch später für die Sportpraxis eine Rolle. Da kommen wir später auch nochmal sicherlich zu, wenn es um so ein paar Entscheidungshilfen geht, dass wir uns überlegen, was passiert da eigentlich im Training oder im Wettkampf? Was haben wir da für eine Ermüdung? Und welche Regenerationsmaßnahme passt vielleicht zu dieser Ermüdung? Mhm. Also es muss ein Match geben. Also man kann nicht pauschal sagen, was soll ich machen, sondern ich muss immer gucken, was ist die sportliche Belastung, was ist der Ermüdungsgrund, und dann im Grunde gematcht daraufhin auch eine Regenerationsmaßnahme nicht nehmen und nicht immer sagen, Eistonne, das ist genau das Beste, oder die Sauna oder die Massage, sondern es muss irgendwie dazu passen. Jetzt gibt es ja eine hohe Varianz wahrscheinlich in jedem in der Sportwissenschaft befindlichen Datensatz, aber bezogen auf die Regeneration mit Sicherheit auch. Inwiefern können so Dinge wie Geschlecht, Alter oder auch Performance-Status das Ganze bedingen oder beeinflussen? Da hattest du ja auch zusammen mit der Laura Hottenrott, die das als Erstautorin veröffentlicht hat, 2021 im International Journal of Sports Physiology and Performance, dich dem angenommen und da mit untersucht. Was sind so da so die Erkenntnisse? Welchen Einfluss haben die? Und eine Frage von mir wäre, kann man die drei vielleicht auch so hierarchisieren? Also hat Performance-Status einen geringeren Einfluss als Geschlecht? Wie würdest du die in eine Reihenfolge bringen? Ich würde sie erstmal im ersten Schritt nicht in eine Reihenfolge bringen, weil dafür muss man zunächst differenzieren. Weil wir können ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten regenerieren. Zum Beispiel innerhalb eines Trainings, wenn wir jetzt beispielsweise ein Intervalltraining machen, dann regenerieren wir ja zwischen jedem einzelnen Intervall. Ist ja auch eine Form der Regeneration. Oder
der Bereich, wo wir am ehesten ja so intuitiv dran denken, wenn es um das Thema Regeneration geht. Wir erholen uns zwischen zwei Trainingseinheiten. Also zum Beispiel zwei Trainingseinheiten, die an einem und demselben Tag stattfinden oder eben zwei Trainingseinheiten, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Und je nachdem, über welchen Zeitabschnitt wir reden, gibt es da Unterschiede zwischen den Adressatengruppen, die du gerade genannt hast. Also wir wissen zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche kurzfristig sich deutlich schneller erholen als Erwachsene, zum Beispiel in so einem Intervalltraining-Setting. Das heißt, die sind besser belastbar, weil sie eben auch schneller regenerieren. Auch Frauen regenerieren in so einem Setting in der Regel im Mittel schneller als Männer. Man muss natürlich sich immer den Einzelfall angucken, aber wir reden jetzt mal erstmal über den Mittelwert. Das hat unterschiedliche Gründe, zum Beispiel der Grund, dass Männer insgesamt eine höhere absolute Trainingsintensität erreichen als Frauen, dafür aber eben auch ein bisschen länger brauchen, um sich zu erholen. Und das sieht man beispielsweise auch bei dieser mittelfristigen Regeneration zwischen zwei Trainingseinheiten, dass Männer da im Mittel ein bisschen länger brauchen. Das ist aber auch wiederum abhängig natürlich von der Ermüdungsebene, also worüber sprechen wir. Wenn wir jetzt beispielsweise über Muskelkater sprechen, dann ist es eben so, dass da Männer etwas länger brauchen als Frauen, weil der Muskelkater auch stärker ausgeprägt ist. Auf anderer Ebene lassen sich da keine klaren Geschlechtsunterschiede herausbilden, wenn es jetzt beispielsweise um Glykogenresynthese geht. Also es ist schwierig, man kann nicht eine klare Reihenfolge treffen. Aber man könnte ganz allgemein sagen, Kinder und Jugendliche, die ermüden sich weniger stark, erreichen natürlich auch bei weitem nicht die gleichen absoluten Trainingsintensitäten wie Erwachsene. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein automatischer Selbstschutz vor intensiven Belastungen. Also die sind auf der einen Seite durchaus sehr gut belastbar, drosseln sich aber auch automatisch ganz gut selbst und erholen sich auch sehr schnell. Frauen sind im Schnitt auch schneller bei der Regeneration als Männer. Leistungsfähige Personen zeichnen sich eben vor allen Dingen auch dadurch aus, dass sie schneller regenerieren. Also das ist sozusagen eine Fähigkeit, die mit der hohen Leistungsfähigkeit einhergeht. Und dann gibt es ja noch das Alter. Das hatten wir jetzt schon ein bisschen mit drin, aber es gibt ja auch noch die Personen im mittleren und höheren Lebensalter. Und da gibt es ja auch Personen, die noch sehr, sehr fit sind. Also denken wir mal an Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, die immer noch Fußball spielen, vielleicht jetzt nicht mehr in den Top-Ligen, aber immer noch eben Fußball spielen, und die sind eben 20 Jahre älter als ihre Mitspieler in dem Fall. Und da gibt es dann schon Unterschiede auch in der Regenerationsfähigkeit. Das heißt, wir sehen zwar, dass Personen im mittleren Lebensalter und zum Teil auch noch im höheren Lebensalter herausragende sportliche Leistungen erbringen können, aber diese Personen eben im Mittel ein bisschen länger brauchen, um sich zu erholen. Okay, ich glaube, eine sehr, sehr schöne Übersicht und auch da Differenzierung, nicht einfach pauschal sagen, aber das sind jetzt so die Einflüsse, die man da berücksichtigen kann. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle und auch da wieder nicht one size fits all, sondern angepasst an die Person. Kommen wir mit Sicherheit am Ende auch nochmal genauso drauf. Jetzt hast du schon verschiedene Maßnahmen genannt und wir werden mit Sicherheit heute nicht alle Regenerationsmaßnahmen in der Tiefe besprechen. Trotzdem wäre mal vielleicht so die Frage, wie kann man oder welche Maßnahmen kann man da benennen und wie lassen sich die einordnen? Also welche Sachen würdest du sagen, sind wirklich ganz besonders wichtig und wonach richtet sich das, wie wenig man da eine Empfehlung aussprechen kann? Also es gibt ja unterschiedliche Kategorien, in denen man einfallen könnte. Ganz allgemein könnte man zwischen fundamentalen und komplementären Maßnahmen unterscheiden. Und mit fundamental, wie es das Wort schon sagt, das sind solche Maßnahmen, die unbedingt stimmig sein sollten, um eine gute Regeneration zu ermöglichen. Und das wären eben der Bereich der Ernährung und Schlaf. Und alles andere kommt on top, komplementär. Und da könnte man unterteilen in Kälteanwendungen, Wärmeanwendungen, vielleicht so manuelle Anwendungen im weitesten Sinne, sowas wie Massage, Selbstmassage und so weiter. Kompression wäre dann noch ein Bereich, der zu nennen ist, und vielleicht der Bereich der aktiven Erholung und Stretching als ein durchaus auch ja bekannter oder verbreiteter Bereich. Und dann gibt es noch viele andere Dinge, zum Teil auch Regenerationstrends, die mehr oder weniger in diese Kategorien passen.
Also damit haben wir jetzt schon mal so eine Übersicht. Du hattest das ja auch als so eine Pyramide damals dargestellt oder so habe ich es bei der NSCA gesehen. Das ist auch sehr ähnlich zu dem, was, wenn ich jetzt irgendwie mal gefragt werde im Bereich Ausdauer, auch mit deinen Studierenden, dann mache ich ja sowas Ähnliches im Ausdauerbereich. Also dass man dann sagt, was ist wirklich das Elementare, wie zum Beispiel der Umfang, ne, und solche Sachen wie Höhentraining, die sind dann erst irgendwie später relevant, wenn das schon stimmt. Also dass man immer guckt, nicht jetzt über irgendwelche Kompressionsbekleidung nachdenken, wenn Schlaf und Ernährung noch ausbaufähig sind. Also sehr, sehr schön. An der Stelle grenzen wir kurz ab. Das, was wir heute quasi nicht schaffen zum Thema Schlaf, wird es auf jeden Fall auch noch ein, zwei Folgen zu geben. Die kommen also jetzt bald, also die Vorbereitungen laufen. Das ist, denke ich mal, ein Thema, das ist jetzt, wäre für diese Folge wirklich zu viel. Und zum Thema Ernährung bin ich mit der Sarah Walder ja aus verschiedenen Aspekten. Da hatten wir ja so zwei Folgen gemacht, so als Q&A. In Folge 12 und 13 würdet ihr die finden. Da können wir also nochmal drauf eingehen. Trotzdem ist mir eine Frage aus dem Bereich Ernährung, beziehungsweise die Frage kommt eigentlich aus dem Radsport eingegangen. Und da hören wir mal rein. Da gibt es nämlich wohl eine Sache, die viel Verbreitung findet oder viel genutzt wird. Und vielleicht kannst du da nur kurz so deine Einschätzung zu geben, was du meinst, was man sich davon verspricht. Womit einige Teams jetzt ja auch viel hantieren, ist mit nach dem Zieleinlauf direkt Cranberry-Saft hoch verdünnt. Das würde mich mal interessieren, ob das eine gute, also das wird halt durch die Antioxidantien, die freien Radikale fangen und pipapo, kennen wir alles, aber dadurch, dass es jetzt so viele Teams sind, die damit jetzt direkt nach Zieleinlauf damit rumhantieren, würde mich das schon mal interessieren, was das auf die Regeneration oder was die wissen, was ich nicht weiß. Also grundsätzlich kann man sagen, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was in den Bereich der Nahrungsergänzungsmittel fällt, die mit dem Ziel der Entzündungshemmung eingesetzt werden. Entzündungen, die vor allen Dingen dann im Rahmen von Muskelkater, Muskeldestruktion stattfinden. Da gibt es auch noch einige weitere Nahrungsergänzungsmittel und es gibt schwache Evidenz dafür, dass es vielleicht helfen könnte, aber sicherlich noch viel, viel Forschungsbedarf. Und da kann ich auf jeden Fall auch verweisen auf einen tollen Übersichtsartikel vom IOC, der jetzt schon ein bisschen älter ist, aus 2018, wo aber ganz gut zusammengefasst wird, was alles so für Nahrungsergänzungsmittel im Sport kursieren, wie aktuell dann auch so der Evidenzgrad ist dieser einzelnen Nahrungsergänzungsmittel. Und da wird eben auch Cranberry-Saft genannt. Mhm. Super. Also danke für deine Einschätzung. Auch wenn wir ja gerade gesagt haben, mit Thema Ernährung und dem Thema Ernährung habt ihr euch in dem Projekt ja, glaube ich, auch nicht so ganz gewidmet, hattest du gerade schon gesagt, sondern ihr habt vor allen Dingen diese, wie du es gerade beschrieben hast, mit den komplementären Regenerationsmaßnahmen beschäftigt. Und da suchen wir uns jetzt eben zwei große Bereiche raus, die auch wirklich die man viel in der Tiefe besprechen kann. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit einer Regenerationsmaßnahme an, die nicht zuletzt im Profifußball durch das folgende Zitat wirklich Berühmtheit erlangt hat. Wir hören mal kurz rein. Darüber hinaus haben wir, wie gesagt, zum Ende hin dann auch verdient gewonnen. Alles andere, ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Ja, das war Per Mertesacker. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau. 2014, nach dem Algerien-Spiel, glaube ich. Viertelfinale? Achtelfinale? Mhm. Eins von beiden. Ja, also ich glaube, er war nicht so amused. Ich glaube, dass wenn man sich das gesamte Interview anhört, dann war das mit den Fragen nicht so. Aber er hat gesagt, 3 Tage in die Eistonne. Du nutzt das Zitat auch, glaube ich, in der Lehre ab und zu oder bei Vorträgen. Was drückt das für dich aus? Also einen hohen Regenerationsbedarf oder was erhofft man sich jetzt irgendwie davon? Ja, vielleicht zum Background. Damals, 2014, war Professor Dr. Tim Meyer von der Universität Saarbrücken, der im Übrigen Teil der Projektleitung war, des RECMAN-Projekts, als Mannschaftsarzt mit in Brasilien. Und damals lief ja auch schon unser Regenerationsprojekt. Das heißt, eine Teilschuld hat vielleicht auch Professor Dr. Tim Meyer, dass dort dann Regentonnen aus dem Baumarkt dann mitgenommen wurden nach Brasilien und dort Eistonnen zur Verfügung standen.
Klar, also es drückt für mich aus, dass zumindest auch schon damals und sicherlich auch schon früher Leistungssportlerinnen und Leistungssportler für das Thema irgendwie sensibilisiert waren und sensibilisiert sind. Also dass die schon versuchen, eben auch Maßnahmen für sich zu finden und Maßnahmen einzusetzen, um die Regeneration zu fördern. Mhm. Und was ist so der Wirkmechanismus jetzt speziell bei der Kälte? Also was ist es, was man sich erhofft oder wovor schützt es oder soll es schützen? Also der primäre Schutzmechanismus, den man sich durch Kälte erhofft, ist eine Entzündungshemmung und eine Reduzierung des sogenannten sekundären Muskelschadens. Das heißt, Kälte wird häufig dann angewendet im regenerativen Kontext, wenn wir sehr hohe mechanische Beanspruchung hatten und wir davon ausgehen, dass in der Muskulatur es zu diesen Mikrotraumata gekommen ist, die dann in der Folge zu Entzündungsprozessen führen und natürlich irgendwann auch ein Heilungsprozess stattfindet, aber dann eben erstmal die Muskelleistung sozusagen herabgesetzt ist für eine gewisse Zeit. Und es ist so, dass wir diesen primären Muskelschaden nicht verhindern können. Der findet statt. Das passiert ja während der Belastung. Aber primärer Muskelschaden durch die Entzündungsprozesse, die dann direkt im Anschluss an die Belastung stattfinden, führen immer auch zu sekundärem Muskelschaden. Und dieser sekundäre Muskelschaden durch die entsprechenden Prozesse, die dort stattfinden, dann auch innerhalb der Muskelzelle, führen erstmal zu noch mehr Muskelschaden sozusagen, zu einer noch stärkeren Entzündungsreaktion und zu, man könnte dann eben davon ausgehen, zu einem längeren Regenerationsbedarf. Und man erhofft sich eben durch eine Anwendung von Kälte, dass dieser sekundäre Muskelschaden ein bisschen reduziert wird. Insgesamt also die Entzündungsreaktion reduziert wird und dadurch insgesamt die Regenerationszeit verkürzt wird. Jetzt kann ich ja verschiedene Tools nutzen, um Kälte zu applizieren. Die Eistonne ist jetzt schon mehrfach gefallen hier in der Folge. Also im wissenschaftlichen Bereich würde man dann von Kaltwasserimmersion sprechen. Welche Methoden gibt es noch? Und wo würdest du sagen, sind so die Vor- und Nachteile von verschiedenen Methoden? Was ist vielleicht praktikabler? Was hat, was würdest du sagen, sind so Vor- und Nachteile verschiedener Kälteanwendungen? Also neben dem Kältebad gibt es die Eissauna, quasi das Eisbad in kalter Luft. Dann können wir natürlich uns auch kalt abduschen beispielsweise. Und dann gibt es vor allen Dingen, man könnte sagen, Kühlpads oder Kühlmanschetten, die dann beispielsweise auf Extremitäten gelegt werden, um dann dort eine Kühlung zu verursachen. Das sind mal so die typischen Kühlmaßnahmen, die wir kennen. Außerhalb dieses Bereichs der Regeneration nach einem Training gibt es im Übrigen, das ist ein ganz anderer Bereich eigentlich, wir haben jetzt gerade ja berücksichtigt diesen Aspekt der Muskelheilung, gibt es natürlich auch den Bereich der Kühlmaßnahmen, die während des Sporttreibens angewendet werden, wenn wir jetzt unter Hitzebedingungen Sport machen. Das können wir aber, denke ich, hier mal so ein bisschen ausklammern, weil streng genommen könnte man sagen, das hat nicht so viel mit Regeneration zu tun, sondern eher mit Hitzestressmanagement. Und da gibt es natürlich auch nochmal eine ganze Reihe an Kühlstrategien von kühlen oder kalten Getränken, einem Ventilator, dem Eishandtuch und so weiter. Also im Kontext dieser Muskelheilung, da reden wir vor allen Dingen über das Eisbad, über die Eissauna und über Eispads. Mhm. Und an der Sporthochschule wurden ja auch verschiedene Studien gemacht, auch in Kooperation mit dem Spitzensport, wo es auch um Ganzkörper-Kryotherapie ging. Das habe ich selber auch mal ausprobiert. Das war auf jeden Fall ziemlich abgefahren, so mit verschiedenen Kammern, die dann irgendwie, ich glaube, bis auf minus 120 Grad Celsius oder so runtergingen, wo man dann auch die ganze Zeit, man kriegte dann so Handschuhe, eine Mütze auf, durfte auf gar keinen Fall irgendwie die Wand anlecken oder so, wie man das aus Comicfilmen kennt, und ist dann da im Grunde auch nur so 3 Minuten durchgegangen. Wirkt das auf den Körper anders oder ist es irgendwie, gibt es irgendwie so eine Umrechnungsformel, dass man sagt, 3 Minuten bei minus 100 mit der Luft ist gleichzusetzen mit so und so lange in 10 bis 15 Grad kaltem Wasser? Oder? Also du hast ja vorhin auch nach Vor- und Nachteilen so ein bisschen gefragt und das knüpft ja hier jetzt so ein bisschen an. Also Kühlmaßnahmen setzen wir ein, um zu kühlen.
Jetzt stellt sich die Frage, was wollen wir denn eigentlich kühlen? Wir wollen ja eigentlich nicht die Haut kühlen, wir wollen ja da kühlen, wo die Entzündung stattfindet, also den Muskel. Das ist das, was wir eigentlich kalt kriegen wollen. Das ist eine große Herausforderung, weil wenn wir eine kurze Zeit uns in Kälte aufhalten, dann kühlen zwar so die äußeren Hautschichten aus, vielleicht auch die Muskulatur in den entferntesten Extremitäten, aber so richtig, dass der Muskel, der betroffen ist, deutlich gekühlt wird, das ist schwierig. Auch schwierig nachweisbar, dass das zum Beispiel durch die einmalige Anwendung der Eissauna zum Beispiel passiert. Deswegen könnte man schon sagen, vielleicht ist das Eisbad besser als die Eissauna, weil natürlich ist die Temperatur nicht so kalt wie die Luft in der Eissauna, also das Wasser ist nicht so kalt, aber durch das Wasser verlieren wir deutlich schneller Temperatur, wir kühlen also deutlich schneller aus und wir erreichen wohlmöglich auch dann niedrige Temperaturen in der Muskulatur. Das Problem ist allerdings, dass wir eben über eine längere Zeit viel Kälte bräuchten. Wir können aber nicht lange Zeit in der Eistonne bleiben, auch nicht lange Zeit in der Eissauna, aus offensichtlichen Gründen. Und da ist es eben echt eine Frage der Dosis. Reicht eigentlich die Dosis einer klassischen Kaltwasserimmersion, die so 10 bis 15 Minuten dauert, bei 10 bis 15 Grad Wassertemperatur aus, um überhaupt effektiv die Entzündungsprozesse, die stattfinden, zu beeinflussen? Also wir wissen aus Tiermodellen, aus Tierversuchen, dass eigentlich eine viel längere Kühlung der Muskulatur notwendig ist. Wir reden da über eine Stunde oder mehr. Und alle, die schon mal in der Eistonne waren, wissen, so lange wird es man da sicherlich nicht aushalten, wenn man daran nicht gewöhnt ist, erst recht nicht. Dementsprechend bleiben noch vielleicht die Eispads übrig, mit denen ich vielleicht lokal auch über eine längere Zeit gut kühlen kann, also auch eine Stunde oder noch mehr und vielleicht viel zielgerichteter die Arbeitsmuskulatur an speziellen Punkten kühlen kann. Also vielleicht ist das eine bisher vernachlässigte Chance als Kühlmaßnahme, weil die sicherlich weniger gut untersucht ist als jetzt zum Beispiel das Eisbad. Also das kann man sich durchaus mal in Zukunft auch im Hinterkopf behalten. Es gibt aktuell Empfehlungen, es gibt eine tolle Publikation, The Cold Truth, eine wissenschaftliche Publikation zu dem Thema. Und die Autoren fassen ganz gut zusammen, dass man irgendwie aktuell vielleicht versuchen sollte, die Kühlung möglichst lange anzuwenden. Dass man zum Beispiel eine Kombination macht aus, ich gehe in die Eistonne, und wenn ich beispielsweise die Gefahr sehe, starke Muskeldestruktion in den Beinen, dass ich im Anschluss dann vielleicht noch mit Kühlpads diesen Kühleffekt noch ein bisschen verlängere, indem ich nach der Eistonne mich aufs Sofa lege und dann nochmal für eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde Kühlpads aufs Bein lege. Mhm. Das ist super spannend, was du sagst. Also, dass eigentlich mehr Kühldauer eigentlich auch mehr Effekt bringt. Weil ich hatte jetzt in der Vorbereitung mir mal eine Übersichtsarbeit von der Emma Moore durchgelesen, in Sports Medicine publiziert, 2022. Die hatten 52 Artikel eingeschlossen, immer wenn das auch gegen eine passive Maßnahme, Regenerationsmaßnahme da gemacht wurde. Hatten sich das angeguckt, auch bei verschiedenen hochintensiven Sachen oder exzentrischen Belastungen. Und die hatten da, also sie hatte da mit rausgestellt, dass es schon wirksam ist, aber dass wohl eher die niedrigere Temperaturen bessere Effekte haben und eher eine kürzere Dauer. Das wäre jetzt ja im Gegensatz zu dem, was du jetzt gesagt hattest. Ja, es geht natürlich immer so ein bisschen auch darum, über welche Ebenen reden wir. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen eine rein analgetische Wirkung haben einer Maßnahme, die beispielsweise das Muskelschmerzempfinden heruntersetzt, dann reichen da auch schon Kältetemperaturen für kürzere Zeit. Aber aktuell ist es eben so, wenn wir sehen, wir wollen echte physiologische Effekte haben und nachweislich einen niedrigen sekundären Muskelschaden mit weniger Entzündung, dann wissen wir einerseits aus Tiermodellen, dass wir einfach über eine längere Zeit Kälte brauchen, also eine höhere Dosis. Und
Das kann man vielleicht auch ganz gut nachvollziehen, wenn man sich überlegt, was soll das schon bringen, wenn ich jetzt 10 Minuten in diese Kälte gehe und danach ja diesen sehr langen Regenerationsverlauf habe. Das ist ja vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und da könnte man erstmal auch ganz intuitiv sagen, ja, wir brauchen wahrscheinlich mehr Dosis. Und das zeigen zumindest viele Tiermodelle aktuell und auch zum Teil eben Studien mit Menschen. Das ist wahrscheinlich nicht ausreichend, nur 10 oder 15 Minuten in die Eistonne zu gehen, wenn es um diesen Bereich des sekundären Muskelschadens und der Entzündungsprozesse geht. Mhm. Das klingt ja jetzt alles ziemlich vielversprechend. Wir haben durch Kälte weniger Entzündungsprozesse, dadurch sind wir vielleicht dann auch schneller regeneriert, haben weniger Muskelschaden. Muskelschaden klingt prinzipiell erstmal gefährlich und schlimm. Und jetzt könnten ja vielleicht manche sagen, wenn sie jetzt die Podcast-Folge abbrechen, alles klar, Kälte immer machen, gerade wenn ich viel Muskelschaden habe, auch möglichst viel in die Kälte gehen. Und bevor wir das auflösen, hatte meine andere Kollegin aus dem Escape-Netzwerk, Laura-Sophie Usinger, dazu eine Frage, die, glaube ich, ganz gut passt. Da kannst du direkt mal vielleicht, es sind mehrere Fragen, aber dazu antworten. Dann kommen wir so auf die dunkle Seite der Kälteanwendung. Es wird ja diskutiert, dass Kälteanwendung durchaus Trainingsanpassung stören, im Sinne von, dass sie Entzündungsprozesse hemmen, die wir aber eigentlich für Trainingsanpassung brauchen. Wie kann man da dafür oder dagegen argumentieren? Zu welchen Zeitpunkten würdet ihr sagen, kann es sinnvoll sein und wann sollte man es auf jeden Fall vermeiden, wenn es um Trainingsanpassung geht? Und in welcher Dosis kann man es gegebenenfalls einsetzen? Da würde mich eine Art Protokoll interessieren. Vielen Dank dafür. Sinnvoll ist es immer dann, wenn ich auf der einen Seite weiß, da kommt jetzt Muskeldestruktion und Muskelkater, und ich möchte einfach schnell regenerieren. Und zwar so schnell es geht. Dann kann man sagen, ist es sinnvoll. Und im Sport sind das Settings wie, ich bin im Wettkampf und weiß, heute hatte ich einen Wettkampf und morgen folgt der nächste Wettkampf. Das könnte zum Beispiel im Zehnkampf sein, die schnelle Regeneration zwischen den beiden Wettkampftagen. Oder bei einem Tennisturnier die schnelle Regeneration zwischen zwei Matches, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Also immer dann, wenn ich maximal schnell regenerieren möchte und ich weiß, da ist jetzt auch vielleicht ein bisschen was kaputt gegangen und es könnten Entzündungsprozesse stattfinden, dann könnte ich sagen, okay, Kälte macht Sinn. Wenn ich jetzt aber vielleicht in einer Trainingsphase bin, wo ich zum Beispiel sage, ich möchte ganz bewusst den maximalen Trainingsreiz ausnutzen und nicht durch eine Regenerationsmaßnahme vielleicht mein Anpassungspotenzial reduzieren, weil Muskeldestruktion ist ja auch ein Stimulus für Anpassung. Und wenn ich diesen Stimulus so ein bisschen wegnehme, also zum Beispiel den sekundären Muskelschaden, könnte man ja davon ausgehen, ist auch die Trainingsanpassung reduziert, die am Ende bei rauskommt. Und das lässt sich zum Teil ja auch nachweisen durch Studien, insbesondere im Bereich des Krafttrainings, dass wir bei regelmäßiger Kälteanwendung nach Krafttraining weniger Hypertrophie und weniger Anpassung der Kraftleistung sehen. Die Effekte sind nicht besonders groß, aber sie sind vielleicht groß genug, zumindest mal für den Spitzensportler. So dass ich vielleicht ganz bewusst bei bestimmten Krafttrainingseinheiten die Kälte weglasse. Und zwar, wenn ich sie unmittelbar nach dem Training, in dem Fall nach dem Krafttraining, anwende. Auf der anderen Seite kann man sagen, primärer Muskelschaden ist ja da. Sekundärer Muskelschaden folgt in den ersten Stunden nach der Belastung. Und wenn ich dann am nächsten Tag zum Beispiel Muskelkater habe und ich sage, ich springe jetzt in die Eistonne, einfach um diese analgetische Wirkung auszunutzen als natürliche Schmerztablette, ist das wiederum kein Problem. Weil dann ist ja auch schon der sekundäre Muskelschaden da und die Signalstärke sozusagen für die Anpassung ist da und damit nehme ich mir sozusagen nichts weg. Und im Sinne eines sogenannten periodisierten Regenerationsansatzes könnte man eben auch sagen, okay, ich passe mir das eben an und wenn ich sage, ich habe jetzt in einer intensiven Trainingswoche ein oder zwei Schlüsseltrainingseinheiten, dann könnte ich sagen, okay, nach den Krafttrainingseinheiten mache ich keine Kaltwasserimmersion, aber nach der Trainingseinheit, die direkt vor der Schlüsseltrainingseinheit liegt, da versuche ich nochmal richtig viel Regeneration drauf zu ballern, um dann in der Schlüsseltrainingseinheit voll da zu sein. Mhm. Du beziehst dich wahrscheinlich auch auf, es gibt ja mehrere Studien dazu, aber die, die oft zitiert wird, ist ja die von Fuchs 2019 im Journal of Physiology, also auch relativ gut publiziert, wo sie sich ja auch angeguckt haben, wie sieht das aus mit der
Proteinbiosynthese anhand verschiedener Marker und da ja auch eher davon abgeraten haben. Wobei man jetzt dazu sagen muss, ich habe jetzt nochmal in die Studie reingeguckt, weil ich die auch öfter mal als Warnung, sage ich mal, nutze und sage, bitte aufpassen. Aber das waren 20 Minuten bei 8 Grad. Also das tut mir schon echt weh. Also manche schaffen vielleicht irgendwie 8 Minuten bei 20 Grad und finden das schon kühl. Also das ist ja schon ziemlich viel. Aber ja, vielleicht muss man da auch nochmal unterscheiden, sage ich mal, zwischen den unterschiedlichen Reizen. Also je nachdem, ob jetzt irgendwie Kraft- oder Ausdauertraining, kann man da vielleicht noch so eine Differenzierung machen? Oder? Also man kann natürlich einerseits differenzieren durch die Kältedosis. Und wir haben es ja eben gesagt, also wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich Kälte erst dann so richtig den sekundären Muskelschaden senkt, wenn die Dosis möglichst hoch ist. Das heißt, wenn wir nach dem Krafttraining uns 2 Minuten kalt abduschen, dann wird da höchstwahrscheinlich nicht so viel Negatives passieren, was die Anpassung angeht. Je länger dann die Kälte aber direkt angewendet wird, kann man eben durchaus davon ausgehen, dass sich zumindest mal Anpassung von Hypertrophie und Kraftleistung vielleicht reduzieren. Vielleicht mit Einschränkungen muss man dazu noch sagen, das gilt insbesondere natürlich für den Spitzensportler, wo wenige Prozent unterschiedliche Anpassungen natürlich was ausmachen können. Im Freizeit- und Breitensport, da ist es mit Sicherheit nicht ganz so schlimm, weil wir sowieso eine relativ hohe Anpassungsreserve haben und die Anpassung immer noch groß genug ist, auch wenn wir in die Eistonne hüpfen. Auf der anderen Seite könnte man da wieder sagen, brauchen wir denn überhaupt die Eistonne? Wir haben ja sowieso im Freizeitsport genügend Regeneration zwischen Trainingseinheiten. Aber es gibt auch Freizeitsportler, die sehr ambitioniert sind und tagtäglich ins Gym gehen. Und ja, da kann man natürlich schon auch sagen, ich lasse bewusst die Kälte eben weg unmittelbar danach in hoher Dosis und nutze sie vielleicht nur im zeitlichen Abschnitt als Schmerzmittel. Bezogen auf die Ausdaueranpassung, da ist es nicht so sehr, da ist die Studienlage allerdings auch geringer, muss man sagen, als im Kontext Kraft. Das heißt, da würde ich jetzt nicht unbedingt davor warnen, Kälte anzuwenden. Ganz im Gegenteil, da zeigt sich zum Beispiel in bestimmten Settings, dass Kälte vielleicht sogar positiv sein kann. Zur Aufrechterhaltung einer hohen Trainingsqualität und einer hohen Trainingsintensität über eine Trainingsphase hinweg und darüber hinaus dann eben dadurch Trainingsanpassung positiv sogar beeinflussen können. Ich hatte das bei der Übersichtsarbeit von Malta und Kollegen von 2021 in Sports Medicine auch so gelesen, dass bei Kraft schon diese negativen Effekte, man muss ja immer bei Meta-Analysen gucken, wie ist das eingeschlossen und so weiter, ist das wirklich vergleichbar? Aber da ging der Trend eher dahin, dass es bei Ausdauer kaum Effekte gab und bei Krafttraining schon. Aber dass es jetzt für Ausdauer sogar positiv sein kann, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, das sind jetzt wirklich wenige Einzelfälle bisher, die oder Einzelstudien in dem Sinne. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel eine Untersuchung, die überprüft hat, wie ist das denn, wenn ich ein Trainingslager in heißen Umgebungsbedingungen mache und dann regelmäßig Kälte anwende, dann ist es eben so, dass die Kälte vor allen Dingen diesen Stress auf das Herz-Kreislauf-System reduziert. Und das führt natürlich dazu, dass ich insgesamt durch so ein Trainingslager etwas besser einfach durchkomme und eine höhere Trainingsqualität zum Beispiel realisieren kann. Und das könnte potenziell eben dazu führen, dass wir beispielsweise in einem Bereich, und Ausdauertraining ist ja ein Training, was alleine per se schon mal belastend ist für das Herz-Kreislauf-System. Und wenn on top noch dieser Hitzestress kommt, dann ist es natürlich gar nicht so schlecht, vielleicht eben hin und wieder Kälte zu haben, um diesen Hitzestress zu reduzieren, die höhere Trainingsqualität zu haben, höhere Trainingsqualität gleich bessere Anpassung. Mhm. Sehr schön. Das heißt also ganz zusammengefasst, Kälte durchaus kann man anwenden. Aber man sollte die Wirkung auf den sekundären Muskelschaden bedenken und entweder möchte ich den bewusst auch reduzieren, vielleicht eher in der Wettkampfphase. Aber wenn ich in der Trainingsphase speziell mit dem Kontext auf Hypertrophie Kälte machen will, dann vielleicht eher Vorsicht, sofern ich es sehr, sehr ambitioniert machen will. Also da auch wirklich zu überlegen, für wen ist das geeignet. Und vor allen Dingen auf den Zeitpunkt achten. Also Kälte unmittelbar danach eben eher nicht. Kälte im zeitlichen Abstand als natürlichen Schmerzmittel, okay. Super. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Kontrast. Kontrastwasserimmersion könnte man fast sagen, indem wir jetzt in den nächsten Bereich gehen, nämlich in den Bereich der Wärmeanwendung. Du hattest es gerade schon erwähnt, dass man da bestimmte Stressoren hat. Da würde mich interessieren, was erhofft man sich von der Wärme und welche Methoden stehen uns da neben
der Sauna irgendwie zur Verfügung? Was würdest du da sagen? Also auch da haben wir das Bad, in dem Fall die Heiß- oder Warmwasserimmersion. Die Sauna hast du genannt. Es gibt unterschiedliche Saunaarten natürlich, die klassische finnische Sauna. Wir haben aber auch eine Art Infrarotsauna. Und da könnte man sagen, das sind ja alles so Dinge, die global auf den ganzen Körper wirken. Wir tauchen in das heiße Bad ein oder wie auch immer. Und dann gibt es eben auch Maßnahmen, die eher lokal wirken. Also Wärmepads, Gegenteil von Kühlpads. Es gibt auch neuere lokale Infrarotanwendungen, so eine Art Lichttherapie, wo dann sehr lokal versucht wird, Gewebe zu erwärmen. Das sind so die typischen Wärmemaßnahmen. Es gibt auch so Anwendungen, ähnlich wie auch bei der Eissauna im Übrigen. Also es gibt ja die Eiskammer, wo ich quasi reinlaufe und dann bin ich da drin, in so einem Art gekühlten Raum. Es gibt aber auch die Kryotherapie, die quasi angewendet wird ab Hals abwärts. Also man ist dann steht in so einem Gerät, der Kopf ist außerhalb und der Rest des Körpers wird gekühlt. Und Ähnliches gibt es eben übrigens auch bei Wärmeanwendungen. Ich habe sowas schon mal so als Home-Sauna, wird mir das irgendwie bei Amazon vorgeschlagen, dass man das dann so hat und dann kniet man da so drin und ist dann irgendwie, hat für mich nicht so diese regenerativen Sauna-Vibes. Man hört so das Zischen von dem Aufgussgeräusch und so, sondern das wirkt auf mich so wie, ja, ich muss jetzt irgendwie noch ein bisschen was ausschwitzen. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, das zu machen. Ja, also würde man zu diesen Maßnahmen zählen, die da so kursieren. Mhm. Ich hatte dir ja vor kurzem eine Studie geschickt, die jetzt wirklich super neu ist, aus dem EJAP, also European Journal of Applied Physiology, wo die ja mal verglichen haben, so ich sag mal, die klassische Sauna, also warm, aber halt unter Luftbedingungen, mit einer hohen Trockenheit, und die Heißwasserimmersion, wo die sich ja auch bestimmte Marke angeguckt haben, IL-6. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was es mit IL-6 auf sich hat, warum die sich das angeguckt haben. Also Interleukin-6, Interleukine, Zytokine. Die Zytokine haben immer irgendwas mit Entzündungsprozessen zu tun. Und die können sowohl gut als auch schlecht sein. Und man könnte vermuten, im regenerativen Kontext vielleicht eher gut, weil sie eben an, in dem Fall der Muskelheilung insbesondere, beteiligt sind. Weil das ist ja der Bereich, wo Entzündung vor allen Dingen ja auch entsteht, wenn wir diese Muskeldestruktion haben. Und das war ja eine Untersuchung, die sich erstmal nur die Akuteffekte angeguckt hat. Und zwar ganz unabhängig davon, ob jetzt vorher ein Ermüdungsprotokoll stattfindet oder nicht. Das heißt, dort wurde einfach nur diese Wärmemaßnahme angewendet. Und dann wurde geschaut, führt diese Wärmemaßnahme zu einer Veränderung der IL-6-Konzentration. Und das führte ja dazu, und da könnte man jetzt erstmal daraus ableiten, dass vielleicht Wärme diese Zytokinaktivität beeinflusst. Vielleicht im regenerativen Kontext positiv, weil diese Zytokine eben wichtig sind bei dem Heilungsprozess. Und dann könnte man spekulieren, das ist wirklich an dieser Stelle nicht mehr als Spekulation, dass eben diese Wärmeanwendung im Nachgang diese Entzündungsprozesse vielleicht positiv beeinflusst. Und was die dann ja auch noch verglichen haben, war ja, wie ist das, wird das so wahrgenommen? Also was ist quasi so die, ja, die Wahrnehmung davon? Was nehmen sie als angenehmer wahr? Und da kam ja eher, sag ich mal, die heiße Wanne oder die Heißwasserimmersion besser bei rum, weil die wohl auch zu einer geringeren Hauttemperatur geführt hat. Und das hat mich irgendwie gewundert, weil ich hätte, wenn ich jetzt hätte wetten müssen, hätte ich gesagt, diese trockene Hitze ohne die Wasserimmersion kommt irgendwie besser rum, weil ich eher so, ich sag mal, im anekdotischen Bereich schon die Erfahrung gemacht habe, dass Leute sagen, wenn ich in die heiße Wanne gehe, wo mit dem Schwitzen, das geht ja irgendwie da nicht, weil ich ja eh schon im Wasser bin. Das heißt, ich kann nicht so richtig gut Wärme abgeben, sondern dass da die Leute eher, sag ich mal, unangenehm heiß werden, und in der Sauna können Sie sich das sehr, sehr gut vorstellen. Hat dich das auch so gewundert, oder nimmst du es erstmal so, wie es rauskam? Ich nehme es erstmal, wie es rauskam. Ich könnte es auch darauf zurückführen. Die waren ja nicht in der Sauna, sondern die waren ja in so einem Gerät, okay, was dann ja ab Hals abwärts dann nur war. Das ist natürlich auch vielleicht etwas, was nicht ganz so angenehm ist, wie in so ein schönes, heißes Bad zu gehen. Deswegen würde ich es erstmal so hinnehmen. Vielleicht liegt es einfach nur an diesem entsprechend speziellen Protokoll, dass es nicht eine klassische Sauna war, sondern dass man da in so einem Ganzkörperanzug, der am Hals abgeschlossen hat, eingesperrt war.
Okay. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Einschub, weil in der Praxis wird ja durchaus auch mal über Sauna gesprochen. Und eine Person, die wir jetzt schon öfter mal hier im Podcast virtuell quasi zu Gast hatten, die wir natürlich auch zu Wort kommen lassen wollen, hat sich auch mal zum Thema Sauna geäußert. Wir hören jetzt wieder Professor Dr. Markus Rühl vom Darmstädter Institut für Eiweißforschung zum Thema Sauna. Thema Sauna bin ich schon ein bisschen gespalten. Sauna ist halt doch eine Sache, die natürlich sehr zur Regeneration beiträgt. Allerdings für den Bodybuilder ist es auch Stress durch die Wärme, durch die Körpertemperatur, durch die Anstrengung, die ich hatte. Ob dann Sauna das Optimale ist, wenn ich direkt nach dem Training in die Sauna gehe, mag ich so ein bisschen in Zweifel stellen. Viel besser finde ich dann, wenn ich vielleicht eine schöne Dusche nehme, dann zum Masseur gehe, mich dadurch vielleicht mal schön durchkneten lasse. Ja, was würdest du dazu sagen, wie würdest du es einschätzen, die Bedenken bezüglich der Sauna? Also, er benennt natürlich da schon so ein paar Dinge, die es zu berücksichtigen gilt. Das heißt, auch wenn es mir schwerfällt, müsste man sagen, dass Professor Rühl jetzt nicht komplett Unrecht hat mit dem, was er da erzählt. Also vorweg kann man sagen, Wärmeanwendungen sind natürlich sehr beliebt im Sport. Dazu zählt eben auch die Sauna und das Ganze auch im regenerativen Kontext. Und das fühlt sich ja auch super an. Und es hat ja auch positive Begleiterscheinungen. Also es löst Verspannung, es steigert die Beweglichkeit, es wirkt auch entspannend. Aber gleichzeitig kann es natürlich auch ein Stressor sein. Wir haben einen zusätzlichen Flüssigkeitsverlust und eine zusätzliche Belastung aufs Herz-Kreislauf-System, weil natürlich die Thermogenese so richtig gefragt ist während dieser Hitzeanwendung. Das heißt, wir sollten natürlich gleichzeitig auch darauf achten, dass wir Flüssigkeitsverlust ausgleichen und solcherlei Dinge. Ich würde sagen, im Kontext, er bezieht sich ja jetzt hier auf den Kontext Kraftsport, ist es jetzt kein schlechter zusätzlicher Stress auf das, was im Krafttraining passiert ist. Das wäre jetzt meine persönliche Einschätzung. Man muss allerdings auch die Studienlage natürlich berücksichtigen. Und da ist es so, wenn es jetzt mal um diesen regenerativen Bereich geht, und da sind wir eigentlich wieder bei diesem Thema Muskeldestruktion und Muskelheilung, dass dort insgesamt die Studienlage nochmal deutlich geringer ist als im Kontext von Kälte. Wir haben sehr, sehr viele Tierversuche in diesem Fall, die schon mal zumindest wichtige Vorinformationen liefern. Und wir sehen, dass es zwar an der einen oder anderen Ecke Potenzial haben kann, aber wissen bislang noch nicht so viel, welche Dosis optimal ist und ob es tatsächlich beim Menschen nachhaltig Muskeldestruktion schneller heilen kann. Was wir allerdings hier sehen, und das ist eine klare Parallele zur Kälte, ist auch, dass wir hier auch relativ hohe Temperaturen brauchen. Und zwar nicht nur auf der Haut, sondern im Muskel. Und da reden wir so um die 38 bis sogar fast 40 Grad Muskeltemperatur über eine gewisse Zeit, um diese wünschenswerten physiologischen Effekte auszulösen. Wie zum Beispiel eine höhere Aktivität von IL-6, wie beispielsweise aber auch die Ausschüttung von IGF-1, von Wachstumshormonen, die alle irgendwie natürlich einerseits für die Anpassung auch zuständig sind, auf der anderen Seite aber eben auch in diesem Zusammenhang mit der Muskelheilung. Und diese Dosis, die erreichen wir häufig nicht durch die Maßnahmen, so wie wir sie typischerweise anwenden. Also wenn wir jetzt 10 Minuten in die Sauna gehen. Und da ist im Übrigen auch die Messung der Hauttemperatur kein valider Marker. Denn die Hauttemperatur korreliert überhaupt nicht gut mit der Muskeltemperatur. Also es ist sehr, sehr schwierig mit diesen klassischen Wärme- oder Hitzemaßnahmen, die wir anwenden, auch die Muskeltemperatur für die notwendige Zeit so hoch zu bekommen, um irgendwie in die Nähe zu kommen zu den Dingen, die wir bei Tieren gemessen haben. Immer aber auch mit dem Vorsicht, mit dem Hinweis ausgedrückt, dass wir uns natürlich auch die Studien fehlen bei Menschen. Wo es vielleicht wieder einfacher geht, ist vielleicht mit lokalen Anwendungen, auch wieder mit Wärmepads oder solchen Dingen. Aber auch dazu fehlen uns einfach aktuell die Studien. Also ich würde sagen, wenn es um die echten physiologischen Effekte geht, gibt es eine ganze Reihe von Theorien und potenziellen Wirkmechanismen, die auch durchaus plausibel sind und eine Anwendung rechtfertigen würden, obwohl wir aus wissenschaftlicher Sicht nicht mit Sicherheit sagen können, dass die typischen Hitzeanwendungen genauso wirken beim Menschen wie beim Tier.
Es gibt viele positive psychologische Aspekte, positive Effekte auf beispielsweise Entspannung, Mobilität bzw. Beweglichkeit, die eine Wärmeanwendung auch rechtfertigen würden. Und das kann man an dieser Stelle auch sagen, und das sehen wir auch bei vielen anderen komplementären Maßnahmen, wir sehen eigentlich so gut wie nie negative Effekte. Und dementsprechend kann man natürlich erstmal grundsätzlich sagen, wenn es doch keine negativen Effekte gibt und wir vielleicht potenziell positive Effekte haben könnten, spricht ja erstmal nichts dagegen, das anzuwenden. Aber es ist sicherlich kein Muss oder eine absolute Empfehlung, das zu machen. Mhm. Du hattest jetzt ja gerade gesagt, dass es durchaus oft der Fall ist, dass es eben nicht unbedingt negative Effekte haben muss. Ihr habt euch aber auch in einer Studie von Skorsky, ist da der Erstautor, angeguckt, was passiert eigentlich, wenn man ja regelmäßig da in die Sauna geht. Ihr habt das dann auch mit einem entsprechenden Placebo-Bedingung, mit diesem Öl im Grunde dann verglichen. Magst du uns kurz erzählen, was da so der entscheidende Punkt war? Ich glaube, es ging um Schwimmen, richtig? Genau, also es ging um ein Ermüdungsprotokoll im Schwimmen, also ein Schwimmtraining. Und ein wichtiger Parameter in dieser Studie von Sabrina Skorsky übrigens, Autorin oder Erstautorin, war die schwimmspezifische Leistungsfähigkeit, also die Zeit über eine schwimmspezifische Schwimmstrecke. Und da war es tatsächlich so, dass die Schwimmleistung am Folgetag reduziert war, wenn am Tag nach der Trainingseinheit, also am vorherigen Tag, in die Sauna gegangen wurde. Warum das so ist, ist schwierig zu sagen, und man muss dazu sagen, das war eine Untersuchung, wo wir diese Effekte gesehen haben, mit einer relativ kleinen Stichprobe, also darf man da nicht zu früh schlussfolgern, dass Sauna grundsätzlich negativ ist. Aber in diesem Setting haben wir es gesehen, man kann darüber spekulieren, wenn die Sauna zum Beispiel am Abend durchgeführt wird, kann sie natürlich auch negativen Einfluss haben auf andere wichtige Aspekte, zum Beispiel, wenn ich viel Flüssigkeit verloren habe, dann trinke und die ganze Nacht auf die Toilette rennen muss, weil ich dann erstmal nach der Sauna 2 Liter Wasser getrunken habe, dann stört das natürlich die Schlafqualität, was wiederum eine negative Rückkopplung wäre sozusagen auf die Regenerationswirkung. Und natürlich, Sauna kann auch in diesem Setting dann doch eben zu einer zusätzlichen Ermüdung beigetragen haben, zumindest auf Herz-Kreislauf-Ebene. Also Schwimmen in dem Fall ist natürlich eine Herz-Kreislauf-Belastung auch. Und Sauna ein zusätzlicher Stressor, zusätzliche Ermüdung vielleicht fürs Herz-Kreislauf-System. Und das führte vielleicht zu der schlechteren Leistung am Folgetag. Also man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle vorsichtig sein. Es ist fraglich, ob wir grundsätzlich mit jeder Adressatengruppe diese Effekte reproduzieren können, ob das für alle gilt. Dazu gibt es bislang zu wenige Untersuchungen. Und insgesamt ist auch dieser negative Effekt jetzt nicht super groß gewesen. Mhm. Du hast uns bis hierhin schon sehr, sehr viel aus deinen jahrelangen Forschungsaspekten mitgeteilt und ich glaube auch schon einige wichtige Praxistipps, gerade auch speziell für den Umgang mit Hitze- oder Kälteapplikationen. Und jetzt ist es aber doch so, dass die Leute jetzt vielleicht am Ende noch nicht so genau wissen, was kann ich jetzt irgendwie machen. Und da wäre jetzt die Frage, basierend auf deiner jahrelangen Erfahrung und auch wissenschaftlichen Auseinandersetzung, ja, welche Handlungsempfehlungen hättest du oder wie könntest du das strukturieren? Ich weiß, dass du in deiner Habil dich da auch mit zu auseinandergesetzt hast. Welche Handlungsempfehlungen oder Entscheidungshilfen hättest du für die Praxis? Also für erstmal grundsätzlich vorweg für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und sich dafür interessieren und sagen, wir möchten die Regeneration irgendwie beeinflussen oder da ein bisschen systematischer vorgehen, würde ich sagen, beschäftigt euch mit dem Thema Ernährung und Schlaf. Und wenn ihr dann komplementäre Maßnahmen machen wollt, dann zuallererst mal mit Wärme und Kälte. Ich denke, das sind die Maßnahmen, die, wenn es um ein paar Prozent vielleicht geht, aktuell das größte Potenzial haben. Und im Übrigen zum Ernährungsbereich sicherlich auch der Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, die vielleicht Potenzial haben, die ein oder anderen, das gehört noch mit dazu. Das vielleicht so zu den Maßnahmen. Und dann, genau, gibt es unterschiedliche Entscheidungshilfen. Ich habe da einige, oder wir haben einige definiert, die so ein bisschen Orientierung liefern können.
Und die erste hatten wir ja schon mal so ein bisschen angesprochen, dass wir uns überlegen, was passiert da im Training oder im Wettkampf an Ermüdung. Und wir passen entsprechend die Maßnahme an. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir vor allen Dingen leere Energiespeicher haben, im Sinne von leeren Glykogenspeichern zum Beispiel, dann steht natürlich die Ernährung an allererster Stelle. Wir sollten grundsätzlich versuchen, immer ausreichend zu schlafen und eine gute Schlafqualität zu realisieren. Dazu macht ihr ja zum Glück noch eine Folge, dazu später mehr. Das heißt, das gilt eigentlich immer. Wenn wir auf der anderen Seite aber zum Beispiel Muskeldestruktion haben, dann könnte eben Kälte und dann im Anschluss vielleicht auch Wärme helfen. Also überlegen immer, was passiert da eigentlich an Ermüdung und welche Regenerationsmaßnahme mit entsprechenden Wirktheorien passt da drauf. Das wäre so die erste ganz einfache Entscheidungshilfe, die ja auch relativ logisch erstmal erscheint. Also diese Abstimmung von Ermüdungsmechanismen und Wirkmechanismen. Zweitens, das ist sicherlich so eine Art pragmatische Entscheidungshilfe. Wir müssen uns überlegen, worum geht es eigentlich, um welchen Zeitraum. Also wollen wir jetzt innerhalb einer Belastung, innerhalb eines Wettkampfs regenerieren oder wollen wir nach einer Belastung regenerieren oder vor einer Belastung? Und da ist es häufig auch eine pragmatische Festlegung. Also nicht alles können wir während eines Wettkampfes anwenden. Also wenn wir jetzt mal an den Fußballsport denken, da haben wir 15 Minuten Halbzeitpause. Da finden ja auch Regenerationsmaßnahmen statt. Zumindest wird vielleicht ein kohlenhydratreiches Getränk gereicht, beispielsweise. Oder es findet eine Art Re-Warm-up statt, was man im erweiterten Sinne ja auch als Regenerationsmaßnahme betiteln könnte. Also da kann ich aber nicht mal eben so in die Eistonne hüpfen in 15 Minuten Halbzeitpause, aus pragmatischen Gründen. Aber es wäre sicherlich auch hinsichtlich der Wirkungen, die das dann hätte, eher negativ. Also der Applikationszeitpunkt, der eine Rolle spielt. Drittens, die Trainings- und Wettkampfplanung. Und auch das hatten wir eben schon so ein bisschen ja hier auf dem Tableau, wenn es um die Regenerationsperiodisierung geht. Also zum Beispiel in Phasen, wo ich ausreichend Zeit habe zu regenerieren und vielleicht den maximalen Trainingsstimulus haben will, auf bestimmte Maßnahmen verzichten, wie Kälte. Vor Schlüsseltrainingseinheiten vielleicht gut regenerieren und dort wiederum Regenerationsmaßnahmen anwenden. Und in Phasen zum Beispiel im Wettkampf, wo es immer um maximal schnelle Regeneration geht, da ruhig Regenerationsmaßnahmen anwenden. Und das kann auch sein, dass ich vielleicht nach einem Triathlon oder ähnliches, wo ich ja eigentlich erstmal Zeit habe zu regenerieren, sage, okay, aber mir geht es jetzt schon eben so ein bisschen um die Regeneration, weil ich habe extrem starken Muskelkater, also gehe ich am Tag danach in die Eistonne einfach als natürliches Schmerzmittel, um einfach diesen Prozess der extremen Ermüdung nach einem Triathlon, nach einem Marathonlauf, nach einem Halbmarathonlauf besser zu ertragen. Viertens, weil wir sehr starke Variabilität zwischen Personen sehen, was die Effekte angeht, was die Response angeht, wir auch häufig keine negativen Effekte sehen, Berücksichtigung von Vorlieben und von individueller Wirksamkeit. Also nutzt das, was euch gut tut, wo ihr das Gefühl habt, zumindest mal auf subjektiver Ebene, das hilft euch. Auf objektiver Ebene wird es euch höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen nicht schaden. Wenn ihr das Gefühl habt, es schadet euch in irgendeiner Art und Weise, dann lasst es weg. Es ist jetzt auch nicht so, dass es ein Muss ist, zwangsläufig, dass die Maßnahme den großen Unterschied ausmacht. Fünftens, wir berücksichtigen natürlich so ein bisschen Alter, Geschlecht, Leistungsstand. Kinder und Jugendliche brauchen eigentlich keine Regenerationsmaßnahmen. Die ermüden nicht so stark, regenerieren sehr schnell. Da könnte es eher so eine Art im Nachwuchsleistungssport eine pädagogische Perspektive haben, Kinder und Jugendlichen schon mal mit bestimmten Regenerationsmaßnahmen in Kontakt zu bringen, damit die vielleicht schon mal etwas ausprobiert haben, bevor sie dann später in den Profisport starten. Im Spitzensport ist es natürlich ein Thema. Bei Sportlerinnen und Sportlern im höheren Lebensalter kann es vielleicht auch hilfreich sein, weil die natürlich gerade bei einerseits hoher Leistungsfähigkeit, dann aber auf der anderen Seite eben etwas länger brauchen für die Regeneration. So kann man eben so ein bisschen unterscheiden zwischen den Adressatengruppen. Und sechstens, und ich denke, das hat man ja auch in unserem Gespräch gemerkt, es gibt viele Fragezeichen. Bei vielen Dingen gibt es Unsicherheit aus wissenschaftlicher Perspektive. Es gibt immer wieder Regenerationstrends, neue Maßnahmen, die sich schnell verbreiten im Sportbereich. Und auf der einen Seite wollen wir natürlich innovativ sein in der Sportpraxis und wollen auch immer Dinge ausprobieren. Und das ist auch wichtig aus meiner Sicht.
Auf der anderen Seite müssen wir aber auch mit der notwendigen Skepsis vorgehen und der notwendigen Vorsicht und vielleicht auch Dinge hinterfragen und entsprechend bei einer Regenerationsplanung eben auch immer versuchen, die Evidenz mit zu berücksichtigen. Okay, also nochmal zusammengefasst, Sportartspezifität, Erholungszeitraum und Zeitpunkt, Saisonzeitpunkt und Planung, Individualisierung und Vorlieben und dann noch die Evidenz. Ich glaube, damit hast du uns wirklich jetzt eine sehr, sehr schöne Übersicht gegeben zum Thema Regenerationsmaßnahmen. Wer sich jetzt sagt, diesen eloquenten, tollen Professor, den möchte ich irgendwie folgen und mehr von dem sehen, was würdest du da an Kanälen empfehlen? Was hast du da so in Professor petto? Rau oder meinst du mich? Ich meine jetzt eigentlich dich. Also wer Fragen hat, kann mir natürlich sehr gerne schreiben. Ich glaube, heutzutage reicht das Googlen des Namens und dann findet ihr mich über die IST-Hochschule und auch meine E-Mail-Adresse. Ansonsten, ich bin jetzt auf Social Media nicht besonders extrem aktiv, aber trotzdem findet man mich auch auf Instagram und auch da kann man mir gerne schreiben. Über ResearchGate kann man mir gerne schreiben, auch dort findet man mich. Aber die besten oder schnellste Reaktion gibt es eigentlich immer über E-Mail. Okay, sehr, sehr schön. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Hab mich auf jeden Fall sehr gefreut, dich zu Gast zu haben, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass das für viele eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Übersicht bringt. Für die Leute, die natürlich jetzt noch mehr wissen wollen und sagen, oh, das möchte ich nochmal nachlesen, die Studie von XYZ, die ist spannend, findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes. Also da werden wir alle Artikel, die wir jetzt hier benutzt haben, mit verlinken, mit Link zu PubMed. Also könnt ihr direkt anklicken, anlesen. Ich werde auch nochmal die Berichte von dem Rackman-Projekt, die sind da auch mit drin. Und genau, die Habilitationsschrift von Timo gibt es in kurz und in lang. Also ihr müsst, da gibt es auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel. Also von daher nochmal herzlichen Dank und ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir das so hingekriegt haben und du jetzt bald endlich in den Urlaub gehen kannst, um dich davon zu erholen. Sehr gerne. Super. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon fast am Ende. Die nächste Folge steht schon an, die ist schon parat, die kommt dann in wenigen Wochen und damit ihr schon mal so einen kleinen Teaser habt, blende ich euch kurz was ein. Ich war nämlich schon im Vorfeld in Frankfurt bei IQ Athletik und habe da mit Sebastian Mühlenhoff, den ihr noch aus Folge 2 kennt, eine sehr interessante Folge aufgenommen zum Thema Kraft- und Athletiktraining im Ausdauersport. Und wir hören mal kurz rein, was wir da so besprochen haben. Ich finde auch es ist in allen Sportarten auch dieses Problem mit dieser Simulation von der Zielbewegung, das ist sehr eingänglich und damit holst du die Sportler halt auch schneller ab. Das nehmen die Sportler auch relativ schnell an und dieses ganz isolierte Krafttraining an Land und weg von dieser Zielbewegung, das ist deutlich schwieriger zu verkaufen, aber man muss den Leuten halt einfach auch klar machen, dass über das Krafttraining halt Dinge wie bessere Frequenzierung, Rekrutierung, Synchronisation passieren, die sich dann auf auch die Zielbewegung einfach positiv auswirken. Ja, und es geht nicht darum, irgendwo da eine Zielbewegung mit ein bisschen mehr Widerstand zu simulieren und da dann ein Pseudokrafttraining draus zu machen. Das sind nicht die Benefits, um die es eigentlich da geht bei der Sache. Ja. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall auch in ein paar Wochen dann wieder in die nächste Folge rein starten. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch bis dahin auf jeden Fall viel Spaß in der Eistonne oder in der Sauna, je nachdem, um welche Signalwege es bei euch geht. Mein Name ist Oliver Quittmann, das ist der Exercise Inside Out Podcast und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.